wo er Platz hat. Hast du noch genug Geld für Schweinefutter? Ja. Ich hab schon noch 43, also Schweinefutter geht nicht aus. Drin? Moment. Zwölftausend. Also hast 14 noch, die nicht drin. Aber der vergisst immer 1 Kilo, ne? Hin und wieder. Aber das ist wurscht, ob ich das jetzt mit dem Förderband mache oder ob ich das jetzt, dass ich den Big Pack, ja, schmeißen, wieder weg. Machst du da Wahnsinn. Palettenweitwurf oder was? Ja, so in der Richtung kommt mir das auch vor. Also es war Das auf bleibt jeden so. Fall, war eine doppelte Schraube. Ja, ein dreifach Rittberger. Also das bleibt sie wurscht, ob ich das jetzt mit dem Förderband mache oder ob ich das mit über ein Ding schneller geht, wird es halt mit dem Förderband. Weil du da nicht so genau zielen musst beim Förderband. Und es hat optisch auch was. Mir gefällt das optisch. Wenn man sieht, wie die 1000 Liter da so raufwandern. Jetzt dürfte es dann voll sein. Nee. Bin ich bei 16.998. Hier. Dann sind es noch der nur drei.
Und es lädt schneller aus, als wenn ich es drüber halt. Da lädt er langsamer aus, komischerweise. Jetzt hat er wieder mal ein mehr gegeben. Jetzt sind es nämlich wieder 99 hinten am Ende, keine 98. So, jetzt kannst du ruhig stehen bleiben, bis wir die 120 haben. Dann siehst du, er fährt zwar bei mir und aber er schmeißt mir rein. Ein bisschen was wird da reinschmeißen, dass ich auf die 21 komme. Und ist wieder so Hupfpaletten da. Dann hör auf, wenn du 20 hast. Ja. Und dann weiß ich, aha, der Anhänger ist voll und kann den nächsten Hit sein. Ja. So, dann schauen wir mal, wenn du auflotzt oder auslotzt, was er sagt. Jo. Müsste schon noch eilern.
Oh, ist alles weg. Ja, war mir klar. Das müsste ja fast alles neu gehen. Müsste da komplett saugen. Er saugt wieder. Salat, da war eine Laterne. Sagt wieder alles weg. Jetzt ist er voll geil. Weißt du, schert vor mir ein und dann kommt er nicht aus dem Arsch. So. Dann nochmal alles weggesaugt. Ich kann schon sagen, jetzt mache ich nichts mehr. Mache ich Kuhfutter.